Wir hatten gerade leichte technische Schwierigkeiten, aber jetzt steht hier Peter Lars neben mir am Pult und das Thema, worum es hier gehen soll, ist Building a Betterverse, ein Weg, der aufgezeigt werden soll, wie der Kongress in Zukunft ja, so ein bisschen ein Mittelding werden kann, vielleicht zwischen den physischen Veranstaltungen, die wir mal hatten, und den Remote-Veranstaltungen, die uns die letzten zwei Jahre ja so ein bisschen aufgezwungen haben, aber die offenbar für manche Leute auch eine durchaus positive Entwicklung waren. Aber ich will dir gar nicht vorgreifen. Herzlich willkommen, Peter Lars. Einen wunderschönen guten Morgen hier bei Tag 3 der Datenspuren. So früh, so viele Menschen, ich freue mich. Es wird heute ein durchaus voller Vortrag, weil ich werde ein bisschen darüber reden, was es heißt, diesen Kongress zu hybridisieren und wer das macht, warum wir das machen, wie wir das vorhaben. Ich werde ein bisschen darüber reden, was ich gerade alles in Development tue, um eine bessere Kongresswelt zu bauen. Und ich werde auch ein bisschen über ein Teilprojekt davon reden und das präsentieren. Das sind die Kavatare. Working Title. Kurze Content Notes noch. Diese Präsentation wird nicht explizit Nacktheit beinhalten und ich werde Probleme mit Körperbildern, Sexismus und Ableismus so ein bisschen erwähnen. Wenn euch das stört, ich sage nochmal vor der Nacktheit Bescheid. Okay, aber erstmal. Ich habe mich gar nicht vorgestellt, das ist extrem unhöflich. Hi, ich bin Peter Lars. Ich bin 3D-Artist und Developer und ich mache ein bisschen Aktivismus rund um Inklusion, FOSS und Creative Commons. Und außerdem bin ich ganz bescheiden, denn ich habe mich in der Divo-Crew dafür verfreiwilligen lassen, dass ich mich um die Welt kümmere. Falls ihr euch fragt, wie die Divo-Crew ist, es gab einmal dieses Divog. Wer das rückwärts liest, findet das Geheimnis, warum wir uns in den letzten Jahren nicht in Präsenz treffen konnten und weswegen es dieses digital verteilte Online-Chaos gegeben hat. Und naja, wir haben was gelernt. Für manche Wesen dieser Community ist Online-Teilhabe nämlich nicht nur so was Unangenehmes, was man eben halt mal machen muss, sondern der präferierte oder vielleicht sogar der einfache Weg, in einer Chaos-Veranstaltung teilzunehmen. Und wenn wir alle Kreaturen dieses Universums willkommen heißen sollen, können wir die jetzt nicht einfach wieder vor die Tür setzen. Außerdem, ich erwähne mal, dass wir in Veranstaltungslocations sowohl logistisch als auch sicherheitstechnisch gewisse Limitationen haben, weil wir können nicht 500.000 Menschen in ein CCH bringen und im Internet geht das vielleicht schon ein bisschen besser. Also ja, das C in Divox steht nun für Crew und wir sind die Crew, die sich um alles Hybride auf dem Kongress gerade kümmern möchte. Dabei ist unser langfristiges Ziel, dass wir Menschen online und on-site ein gleichwertiges Kongresserleben bieten können und eben, dass diese Welten auch immer mehr miteinander verknüpft werden und immer mehr miteinander konvergieren. Weil ganz ehrlich, dieses Online und eben nicht on-site am Kongress teilnehmen, das hat es schon immer gegeben. Ich meine, Congress Everywhere ist wahrscheinlich einigen ein Begriff hier und wir möchten das einfach so ein bisschen weiterführen und besser machen. Dabei werden wir häufig gefragt, ob es denn ein Konzept gibt, wie das alles funktionieren soll und ob es dann auch überhaupt das gleiche Event ist. Und ich finde diese Frage so ein bisschen schwierig, weil ich persönlich, ich war noch nie in der Lounge und ich habe es auch nicht vor, dorthin zu gehen. Manche Leute verbringen fast ihren ganzen Kongress in der Lounge. Und wir können uns trotzdem auf dieser Veranstaltung begegnen. Es ist nicht die gleiche Veranstaltung für uns, weil wir nicht die gleichen Bedürfnisse haben, aber wir sind trotzdem Teil einer Community. Und ich glaube, wenn wir vor allem auch daran arbeiten, dass wir Brücken bauen zwischen on-site und online und eben auch im CCH Raum einräumen für Projekte, die eben diese Begegnungen ermöglichen, dann können wir echt was Cooles bauen. Und das lässt sich nicht mit einem Projekt machen. Also ich werde heute nicht eine Präsentation über die eierlegende Wollmilchsau machen, die
alles hybridisiert und es perfekt macht. Aber das ist nicht die Frage im Chaos, ob wir ein großes, überblickendes, perfektes Konzept für alles haben. Für mich wichtige Fragen sind, gibt es denn Leute, die Bock haben, da was zu hacken? Gibt es Leute, die dafür Infrastruktur und Raum organisieren möchten? Und würde diese Initiative das Event bereichern? Und diese Fragen kann ich ganz eindeutig mit Ja beantworten und deswegen machen wir halt. Und das wird sicherlich im ersten Anlauf hakelig werden, aber im zweiten schon weniger und im dritten, vierten bin ich sehr optimistisch, dass das sehr viel Spaß machen wird. Aber was machen wir jetzt eigentlich genau? Zum einen, wir kümmern uns ein bisschen um Platz und Logistik für hybride Installationen im TCH. Hybride Installationen, das sind also Projekte, die diese Begegnung zwischen On-Site und Online-Menschen Teilnehmenden ermöglichen. Wir kümmern uns ein bisschen darum, dass Online- und eben hybride Projekte APIs für Authentifikation bekommen und auch über den Hub, den es hoffentlich wieder geben wird, an die Daten rankommen, die sie brauchen, um ihre Experiences zu machen. Und wir arbeiten da auch an einem föderierten Kommunikationsprotokoll, das zum Beispiel ein Projekt, zum Beispiel eine Webseite, eine Lampe im TCH steuern kann. Und ich persönlich habe mir die Mission genommen, eine bessere Plattform für Online-Teilhabe zu entwickeln, weil letztendlich, wenn die Leute irgendwie keinen Ort haben, an dem sie online existieren können, wird das mit der hybriden Teilhabe echt schwierig. Also, building a better world. Anmerkung dazu zu dem Pannen. Ich habe neben dem, dass ich den Kongress barrierefreier machen möchte, noch so eine kleine andere Motivation. Und das sind diese Metaverses. Also das meiste, was ich davon sehe, finde ich absolut dystopisch. Und viele Metaverse-Projekte sind meiner Meinung nach so ein bisschen erfolgreiche Versuche, Venture Capital abzugreifen. Ich glaube aber auch durchaus, dass es Leute gibt, die auf sowas Bock haben und dass es in Zukunft ein Teil von unserem, ja, von unseren Erlebnissen als Spezies sein wird. Und da wäre es mir halt wichtig, dass es dafür offene Standards gibt. Und wenn wir da im Rahmen des Kongresses schaffen, irgendwie eine Spielwiese zum Entwickeln von sowas zu schaffen, hätten wir möglicherweise schon mal ein bald aufkommendes, sehr großes gesellschaftliches Thema frühzeitig mit in den Blick gefasst, was ich eben sehr spannend finde. Aber wenn wir jetzt uns über eine Plattform Gedanken machen wollen, die so ein bisschen Kongress ins Wohnzimmer zu euch nach Hause bringt, was macht denn eigentlich Kongress für euch alles aus? Und jetzt hätte ich mal gerne Lust auf Anregungen auf zum Publikum. Also, was sind denn wesentliche Aspekte, warum ihr auf einen Kongress geht? Dinge entdecken, fantastisch. Das muss ich gleich mal in All Caps schreiben. Okay, Dinge entdecken. Was noch? Menschen entdecken, richtig. Das mit dem Dinge entdecken, upsala. Ja, das mit den Dinge entdecken hat so einen kleinen, aber wesentlichen Schritt, der zuvor gemacht werden muss. Was muss denn mit diesen Dingen passieren, damit sie entdeckt werden können? Ja, richtig, Dinge müssen da sein, um zu existieren. Und was muss man mit diesen Dingen machen, bevor sie da sein können? Dinge erschaffen und hacken. So, ich glaube, das mit dem Mate-Trinken müssen wir hier nochmal erwähnen, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt das in das Konzept meiner Online-Plattform hineinpasst. Sticker sammeln, das ist eine unfassbar wichtige Idee. Zu dieser Sache mit dem Menschen entdecken.
ich finde es dann auch extrem spannend, so dieses Menschen finden zu Themen, für die man sich auch interessiert, wo man sonst nirgendwo Zugang bekommt, weil das irgendwie so ein Nischenthema ist. Gott. Menschen für Nischenthemen? Eine Sache, die ich immer wieder so sehe, Utopien ausleben. Wenn ich auf dem Kongress bin, habe ich so das Gefühl, ich bin 10 Jahre in der Zukunft und zwar in einer Good Humanity Ending Timeline. Und ich glaube, das ist so was ganz Wesentliches, was zum Kongress mit dazugehört. Und vielleicht liegt es auch nicht nur darum, dass wir gerne Utopien ausleben, sondern, nein, das ist keine Tilde, das ist die Tilde, dass wir uns selbst ausleben können und dass wir eben auf dem Kongress so einen Ort geschaffen haben, wo sich viele, viele Menschen echt sicher fühlen. Noch was, sonst mache ich weiter, weil das sind ungefähr die Punkte, die ich auch in meiner Präsentation habe. Informationsoverflow. Ja, das hat das Work Adventure auf jeden Fall perfekt geschafft. Roboterkämpfe, ja, das ist auch sehr valide. Vorträge, fällt mir noch so ein. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade daran denken muss, Vorträge zu halten. Auch wenn das noch nicht Teil meines Weltkonzeptes ist. Dankeschön. Das hätte ich fast vergessen. Engeln und endlich mal normale Leute treffen. What the fuck? Ja, Engeln und endlich mal normale Leute treffen, das ist richtig. Gibt es noch einen Einwurf oder kann ich weitermachen? Okay. Das macht für euch alles Kongress aus. Dann OBS. Dann machen wir doch mal weiter mit diesen Projekten bauen. Ja, ich möchte, dass es in diesem Work Adventure 2.0 ein In-Game-Voxel-Editor geben wird, wo Leute wirklich relativ einsteigerfreundlich Projekte bauen können. Und dafür brauchen wir auch nicht nur einfach so Voxel, die man schön hinschieben kann, sondern wir brauchen auch Logik-Bauelemente. Und mit diesem Neuentdecken, ich fände es wahnsinnig spannend, wenn wir Jahr zu Jahr immer wieder eine neue Logikkomponente zu diesem System hinzufügen könnten und auch jedes Jahr dann irgendwie wieder eine deprecaten, damit wir nicht total den Feature Creep bekommen. Und idealerweise sind das auch Logikkomponenten, die wir irgendwie in real nachbauen können. Keine Ahnung, LED-Streifen, einfach nur Kabel oder auch irgendwelche Würfel mit QR-Codes, wo man kleine Projekte reinbasteln kann, um da was Cooles zu hacken, die wir auch in der Welt repräsentieren können, wo wir zum Beispiel auch eine Schnitzeljagd veranstalten könnten. Stellt euch zum Beispiel mal vor, dass wir auf einem Kongress ein paar Rätsel versteckt haben und die Rätsel können Teilnehmende online und on-site gemeinsam lösen. Und es ist halt überall auf dem ganzen Kongress sind Hinweise versteckt. Und diese Hinweise führen eben zu neuen Gameplay-Komponenten für die Online-Welt. Und am Ende des Kongresses, wenn wir das Rätsel geknackt haben, gibt es eben eine Spezifikation für, hey, diese Komponenten werden die neuen Spielereien für den nächsten Kongress sein. Und ihr als Community habt jetzt ein Jahr lang Zeit, um damit Projekte zu bauen. Das wäre doch cool. Und zum Beispiel diese Plattform, die ich gerade baue, die ist basiert auf Godot.
Was halt ein bisschen daran liegt, dass es eben eine sehr, sehr einfache Game Engine ist, die Open Source ist. Aber ich finde nicht, dass alle Menschen nur Godot benutzen sollten. Und deswegen ist es mir halt wichtig, dass zum einen die meisten Standards eben nicht abhängig von Godot sind, sondern auch von anderen Engines genutzt werden können. Und dass es in Godot vor allem halt so diese Referenz-Beispiel-Implementationen von Features gibt. Das heißt, ihr könnt euch da angucken, wie ein Character-Controller funktioniert und das aber dann auch gerne selbst in Unreal nochmal anders umsetzen und vielleicht passender für euer Projekt. Was dabei natürlich auch extrem wichtig ist, dass wir Tools bauen, die Game Development einfacher machen. Also ich möchte es gar nicht verschweigen. Echtzeit Game Development ist ziemlich kompliziert. Also ich meine, ich habe das studiert. Aber es gibt durchaus Tools, wie man es einsteigerfreundlicher machen kann. Ich meine, guckt euch Spiele an wie Spore oder selbst Minecraft. Durch Logikkomponenten in Minecraft haben Leute Möglichkeit, durch ein extrem intuitives, einfaches Logiksystem selbst Spiele zu implementieren. Und klar, die meisten sind davon rudimentär, aber ich meine, guckt euch mal an, was so ein gewisser Tango-Tag auf Hermitcraft für Decked-Out gerade implementiert. Das ist beeindruckend und wir müssen dafür nur tolle Tools schaffen, die Leuten Möglichkeiten geben, Dinge zu hacken, und es werden coole Dinge entstehen, vor allem auf einem Kongress. Eines dieser Tools für Game Development, das ich machen möchte, ist ein Cavatar-System. Die Sache ist die, eine der anstrengendsten Sachen, die es so in Game Development gibt, sind Charakter-Pipelines. Vor allem, wenn die irgendwie customizable sein sollen. Ich meine, ihr wollt nicht alle mit dem gleichen Hansel auf dem Kongress rumlaufen, weil dann können wir die ganze Diversität, die wir haben, in den Wind schreiben und das macht auch niemandem Spaß. Aber so ein Charaktersystem zu bauen, was eben flexibel ist und eben so eine wirklich tiefe Möglichkeiten bietet, sich auszuleben, ist halt schwierig. Und deswegen ist es zum Beispiel eines der Systeme, das ich ganz früh anstellen muss und jetzt gerade fürs erste Jahr sehr viel Zeit investiere, damit eben Menschen befähigt werden, coole Projekte zu bauen. Dabei ist auch in diesem System immer wieder wichtig, dass ich in der Konzeption mit berücksichtige, dass es hackbar ist. Zum Beispiel, ich habe keine Lust dazu, für jedes Asset irgendwie eine dedizierte Textur zu machen, weil diese Textur kann man dann genau nur für ein Asset benutzen. Mein Approach ist es, Atlas-Texturen bereitzustellen, wo halt verschiedene grafische Elemente und Farbverläufe und Farbpaletten drauf sind, die eben zu eurem Charakter passen und die generiert wird, während ihr euren Charakter zusammenstellt. Leute können dann diese Atlas-Texturen nehmen und ein neues Modell daraus zu bauen. Und dann könnt ihr zum Beispiel in einem Drachen rumfliegen, in einem Spiel, in dem es um Drachen rumfliegen geht. Und der sieht dann zwar von der Silhouette nicht aus wie euer Modell, weil natürlich ist er ein Drache, ihr seid meistens ein Mensch auf dem Kongress. Aber seine Schuppen sehen zumindest so aus wie euer Kleidungsstil und vielleicht hat er auch eure Augen als Augentextur. Ja, ich bin ein bisschen abgeschiffen von meinen Talking Points. Genau, ich glaube, ich habe viel darüber geredet, dass ich es modular machen möchte, damit es hackbar ist. Und ansonsten, was auch noch was ganz Wichtiges ist, wer sich mal angeguckt hat, wie performant sowas wie Second Life auch auf heutigen Hardwares noch läuft. Rendering-Optimierung ist ein riesiges Problem und vor allem bei Community-Generated Content ist das kompliziert. Und ich werde jetzt so ein bisschen technisch, aber Grafikkarten haben gar nicht mal so ein Problem damit, viele Polygone zu rendern. Also einfach mal so eine Grafikkarte 2 Millionen Polygone zu schmeißen, das stört moderne Grafikkarten überhaupt nicht mehr. Selbst so Bild in Grafikkarten im Chiplet von eurem Laptop. Aber als CPU der Grafikkarte 100 Mal zu sagen, zeichnen die mir doch mal bitte 2000 Polygone, ist halt schon eher ein Problem. Und wenn ihr natürlich extrem viele Assets-Packs in eure Map ladet, die von verschiedenen Quellen kommen,
wird das schnell schwierig. Deswegen sage ich diesen Punkt noch, aber da ist noch konzeptionell nicht so viel getan. Und hier ist ein Punkt, wo auf jeden Fall Leute gerne auf mich zukommen können, wenn die schon praktische Erfahrungen von sowas haben. Der nächste Punkt, Socializing. Klar, es wird wieder Interaktionen mit Voice-Chat geben. Ich möchte gerne Emotes haben. Aber was mich ein bisschen an diesem Workventure so stört, das ist halt so, dieses Socializing ist anstrengend. Es fühlt sich nicht gut an, mit Leuten in eine Konversation reinzugehen. Es fühlt sich nicht gut an, wenn Leute die ganze Zeit in Konversationen reinploppen, weil sie eigentlich nur an einem vorbeigehen müssen. Und zum Beispiel so mal mit jemandem über die Welt gehen. Habt ihr das mal versucht, ohne dabei verloren zu gehen? Wir werden auf jeden Fall viel Development dort rein investieren, dass dieses Miteinander über die Welt gehen einfacher wird. Und zum Beispiel gibt es dann so Möglichkeiten, dass man Leuten, die dem zugestimmt haben, nachlaufen kann, ohne eine Nutzerinteraktion machen zu müssen und dass man immer auf den gleichen Maps bleibt. Und zum Beispiel eben auch, ich kann mal irgendwo hin zeigen, ich kann mich ihnen fragen, ob ich mich in eine Konversation reinklinken kann und so weiter. Was auch wichtig ist, ist nochmal ein besseres System für das Nutzerprofil. Es geht mir dabei darum, dass wir dieses Begegnungen von Menschen ermöglichen, die sich für gemeinsame Sachen entwickeln. Und ich finde eigentlich, wir haben mit diesen Stickern auch eine sehr schöne Metapher dafür. Weil ich meine, wenn ich hier irgendeinen, keine Ahnung, Rollenspiel-Sticker auf meinem Laptop habe, dann auch durchaus, weil ich mich darüber freue, wenn mich Nerds, die auch auf Rollenspiel stehen, darauf nach meinen besten DM-Tipps fragen. Und das könnte zum Beispiel eine coole Möglichkeit sein, um eben so ein schönes, um ein schönes, eine schöne Metapher zu haben für, hey, ich habe hier meinen Laptop, auf meinem Laptop ist außen sichtbar, was ich mit euch alles teilen möchte, was jeder über mich wissen darf, wofür ich mich interessiere. Und wenn ich aber für jemanden meinen Laptop aufklappe zum Beispiel, können da auch noch ein bisschen privatere Informationen sein, wie zum Beispiel ein Telegram-Handle oder so, den ich mir jetzt nicht unbedingt draußen draufkleben möchte, aber den Leute, denen ich das erlaube, durchaus wissen dürfen. Und das ist eben zum Beispiel so ein Konzept hinter einem besseren Socializing. Das, was wir vorher auf den Folien noch nicht gehabt haben, was mir aber sehr, sehr wichtig ist, ist der Ansatz von All Creatures Welcome. Barrierefrei, also ich könnte ohne großen Effort, der jedes Jahr in Barrierefreiheit auf dem Kongress gesteckt wird, auf dieser Veranstaltung nicht existieren. Also ich nehme immer mal wieder Angebote des Awareness-Teams wahr, ich nehme immer mal wieder Angebote von Cetera Auti wahr, ich koordiniere ja auch gerade in den letzten Jahren die Angebote von Cetera Auti und deswegen ist eine Sache, die ich in diesem in dem Betaverse eben besser machen möchte, ist, dass es wie ein Accessibility-First-Approach fahren. Wir möchten nicht, dass Option für Barrierefreiheit sowas ist, dass wir, wo wir nachher, wenn wir das Ding fertig entwickelt haben, nochmal drüber nachdenken, was man denn dann noch als Kulanz alles mit reinhacken kann. Die Optionen für Barrierefreiheit sollten wirklich von Anfang an mitgedacht werden und wir werden auch definitiv Leute, die Projekte committen möchten, nerven und zum Beispiel fragen, hey, was gibt es denn für Barrieren in euren Projekten und taggt die bitte. Nicht nur, damit die Leute überhaupt auf die Idee kommen, Moment mal, das ist eine Barriere und vielleicht kann ich da noch ein bisschen was modifizieren in diesem Projekt, dass es keine Barriere ist oder dass man es zumindest kompensieren kann, aber auch einfach, ja, dass Leute halt, bevor sie in ein Projekt reingehen, wissen können, ja, ist es denn was für mich und kann ich das überhaupt erleben? Und als Optionen, also als Sachen, die wir für die Welt tun, damit sie eben barrierefrei ist, unter anderem, ihr müsst nicht
rumlaufen mit Realtime-Controls, ihr könnt die Welt, werdet die Welt als Point-and-Click-Adventure steuern können. Das ist viel, viel einfacher motorisch und tatsächlich ist das Ziel auch, dass die Welt komplett mit einem Screen wieder erlebbar ist. Und dann braucht es halt Beschreibungen für Areale, dann braucht es halt Beschreibungen für interagierbare Objekte. Und klar wird es auch nicht das Gleiche sein, wie man, wenn man die ganzen Installationen sehen kann. Aber es ist besser, als einfach komplett aus dem Workbench ausgeschlossen zu sein, weil es eben eine rein visuelle Plattform ist. Gut. Jetzt kommen wir mal zu meinem konkretesten Projekt bisher, dem hackbaren Charaktergenerator für den Kongress. Also, was will ich denn mit Kavatars erreichen? Das Ziel Nummer eins ist es, Menschen ermöglichen, sich auszuleben und die Diversität, die wir im Chaos haben, abbilden können. Ich möchte Menschen ermöglichen, dass sie sich einfach schöne Charaktere, mit denen sie sich wohlfühlen und in denen sie sich auch wiedererkennen, generieren können. Und ich möchte auch Leuten ermöglichen, dass sie dieses System irgendwie modifizieren können. Ich werde es auf jeden Fall auf offenen Lizenzen aufbauen, weil ja, das machen wir auch mit Code so. Und ich fände es schön, wenn die Charaktere, die daraus generiert werden, trotzdem noch irgendwie wiedererkennbar sind. Es soll sich ja danach anfühlen, als wäre es irgendwie eine halbwegs kohärente Sache und nicht komplettes Chaos. Natürlich sollten die Charaktere, die generiert werden, auch in größeren Mengen auf erschwinglicher Hardware noch gut laufen können. Und sie sollten sehr flexibel sein, dass sie zum Beispiel sowohl in einem Top-Down-Scroller als auch in einem First-Person-Spiel irgendwie funktionieren könnten. Und diese Anforderungen sind mit den meisten Systemen wirklich nicht kompatibel. Punkt 1 sind alle proprietär. Da ist halt einfach leider so. Und Punkt 2, Diversität. Ich habe ja wirklich viel Recherche betrieben nach Charaktergeneratoren und auch nach Vorlagen, um sich einen Charaktergenerator bauen zu können. Und eine Frage, die mich langsam wirklich nervt, hat, und ich benutze hier bewusst mal das Maskulinum, hat irgendein 3D-Artist jemals eine Frau gesehen? Es ist so frustrierend, diese Proportionen zu sehen, die einfach gar keinen Sinn ergeben. Also wirklich so mit, eigentlich der Rücken ist so weit durchgedrückt, dass man das Gefühl hat, dass die Wirbelsäule so 90 Grad macht. Und ja, ich möchte jetzt nicht darüber sprechen, wie taktvoll Leute mit dem Torso von Charakteren umgehen. Aber auch technisch schwierig. Viele Modelle sind, also viele Charaktergeneratoren nutzen unoptimiertes, gesculptete Modelle, die halt chaotische Geometrie haben. Die ist sehr ineffizient, die können wir auch nicht vernünftig animieren. Und also weil die einfach chaotische Topologie deformiert sich nicht gut. Wir haben, wenn es Rigs gibt, haben die meistens extrem limitierte Optionen für Gesichtsausdrücke und auch häufig sehr ineffektiv implementierte Gesichtsausdrucksysteme und eben, was ich schon vorher erwähnt habe, dedizierte Texturen für Kleidungsstücke, was für uns sowohl von der Hackbarkeit total schwierig ist, aber auch von der Effizienz einfach. Jede Textur, die wir streamen müssen, ist mehr Bandbreite, die wir verbrauchen. Jede Textur, die wir streamen müssen, muss in den Videoram geladen werden, macht wieder das Ding unerschwinglicher für eben Laptops. Und das ist ein Spark Joy. Und da sind wir auch so ein bisschen noch an einer weiteren Sache, die für mich dieses Projekt ausmacht. Es ist Freiwilligenarbeit und ich mache halt Dinge, die für mich Spaß machen. Und mir machen Charaktere bauen Spaß, mir macht Optimieren Spaß, also mache ich einen Charaktergenerator. Und wir haben auch Fallbacks, die erstmal irgendwie funktionieren, falls ich nicht fertig werde. Aber ich habe ein großes Problem,
gehabt, als ich angefangen habe. Und das ist die Überlegung, möchte ich einen Minecraft-Approach oder einen Sims-Approach machen? Minecraft-Charaktere bestehen aus zwei Texturen, die übereinander gelayert werden, die grob die Silhouette eines Menschen haben und die ermöglichen sehr, sehr, sehr viel Kreativität. Und prinzipiell kann auch jeder so sich einen komplett eigenen Minecraft-Skin zeichnen. Mein Problem, was ich mit diesem System habe, ist aber ist auf zwei Ebenen. Zum einen, wer in diesem Raum traut sich zu, einen gut aussehenden Minecraft-Skin selbst zu machen? Okay, ich sehe eine Hand hochgehen, das ist mir zu wenig. Weil das Ziel ist ja, dass alle das machen können. Und jetzt die zweite Frage. Wer traut sich denn mit dem Sims-Charaktergenerator zu, was in einen coolen Charakter zu bauen? Das sind auf jeden Fall signifikant mehr Hände. Und deswegen, auch wenn sicherlich ein Minecraft-Approach viel mehr Freiheit bieten kann für Leute, die es wirklich können. Und auch wenn das mit dem Sims für jedes Asset mit mehr Arbeit verbunden ist und dass auch die Einstiegshürde für wirklich eigene Assets nochmal beisteuern deutlich erhöht. Gerade macht mir der Sims-Approach mehr Spaß und ich bin zuversichtlicher, dass es auch für mehr Leute schönere Charaktere generieren kann. Und deswegen habe ich den gewählt. Die zweite große Überlegung, die ich hatte, betrifft Körper. Die Sache ist die, wir leben in einer Welt, in der bestimmte Körperformen wegen sozialer Prägung und auch wegen Ausprägung feminin, androgyn oder maskulin wahrgenommen werden. Und das existiert natürlich erst auf einem Spektrum, aber es passt halt nicht immer mit der Identität einer Person zusammen, die einen bestimmten Körper hat. Und das ist, finde ich, alle ein Problem, aber durchaus für viele Personen, die das betrifft. Und klar, ich könnte jetzt einfach Presets mit weiblich-männlichen Nibi benennen, aber das ist halt echt nicht toll. Aber so zu tun, als ob es diese Konnotationen überhaupt nicht gibt, das ist irgendwie auch nicht ein Anlass, mit dem ich mich wohlfühle, weil es ist halt einfach ein Thema, das existiert und was Menschen beschäftigt. Und mein Ansatz ist es halt zu sagen, ja, wir haben halt Modelle und die haben Pronomen. Und ihr könnt euch eure Charaktere aus diesen Modellen zusammenstellen. Ihr habt euren eigenen Nickname, ihr habt eure eigenen Pronomen und das ist dann am Ende euer eigener Charakter. Und eure Pronomen müssen nicht zu den Pronomen von dem Grundmodell nehmen, was ihr genommen habt. Und ja, das ist übrigens Concept Art, was ich mir habe zeichnen lassen für den Charaktergenerator. So, und ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit, aber Sekunde. Ich muss mal Blender wiederfinden. Mein Desktop mag mich manchmal nicht. Dankeschön. Was ich euch zeigen kann, und Achtung, jetzt kommen wir ein bisschen zu der künstlerischen Nacktheit, ist meine Development-Szene für Gemini, was einer unserer Charaktere ist. Und ich finde, das ist echt coole Tech. Ich sehe, dass ich die Aufräumarbeiten, die ich vor dem Event gemacht habe, nicht gepusht habe, das ist nicht sehr toll. Also. Zum einen. Wait. Ich habe, glaube ich, nicht gepult. Ja, ich habe nicht gepult. Das Cut Changes. Revert. Yes. Ach, Dankeschön. Also, als erstes.
Das ist so ein bisschen mein erster Aufschlag für die 3D-Modelle. Das Gesicht, ja, ich bin auch nicht selbst auch nicht ganz zufrieden damit. Das braucht nochmal 2, 3 Iterationen. Was ich aber total schön finde, ist, das verbraucht extrem wenig Geometrie. Also, das ist so ein Mesh, was ich noch in den, ja, unter 4000 Polygonen mit Face bewegt, was halt echt wenig ist. Also 500.000 Polygone ist gar nicht mal so unüblich für neue AAA-Spiele. Und das ist durchaus ein Ansatz, der auch zeitlich für mich hinpasst. Also dieses Modell habe ich, auch wenn er sicherlich noch ein bisschen polished notwendig ist, habe ich jetzt in 2, 3 Tagen zusammengehackt und das, obwohl dabei Datenspuren waren. Das heißt also, es ist durchaus ein Design, was mir Hoffnung gibt, dass sich das relativ realistisch mit freiwilligen Arbeit bis zum Ende des Jahres zu einem guten Stand bringen lässt. Und was natürlich dann auch noch ist, und was ist auf jeden Fall ein bisschen, also sehr auf meine speziellen Interessen und speziellen Expertisen drauf geht, ist eben ein schönes Rig. Bitte Brenner, zeig es mir an. Bones, Dankeschön. Ist eben dieses Rig, das ich für unser Projekt gebaut habe. Es hat halt so ein paar. Habe ich gesagt, dass ich zu Hause einen 4K-Screen habe? Und das ist praktisch, dass man Blender dann benutzt. Also ja, das ist halt ein Control-Rig, das ich gebaut habe. Das hat ungefähr, also am Ende kommen ungefähr 90 Bones raus, was relativ wenig ist für einen voll animierten Charakter. Vor allem, was das Face-Rig angeht. Also ich habe für das Face-Rig, glaube ich, benutze ich die Hälfte der Bones, die die meisten benutzen würden. Und halt je weniger Bones, desto mehr performant. Aber das Control-Rig, das ich gebaut habe, hat tatsächlich unironisch mehr Controller als Bones, die das Deform-Rig dann hat. Und es ist halt auch flexibel in, also es ist flexibel in Proportionen. Das heißt, Leute können, wenn sie sich ihre Charaktere anbieten, können sie irgendwie die Schulter hin und her schieben, Beine größer und kleiner machen und so weiter. Und die ganzen Animationen gehen dabei nicht kaputt. Und es ist halt auch extrem einfach zu animieren, weil es eben super viele Creature-Comforts hat für Artists. Zum Beispiel eben, ihr könnt halt die Arme über FK posen. Ihr könnt die auch schön irgendwie wild zusammenskalieren, aber ihr könnt auch einfach sagen, nee, warte mal, ich brauche jetzt eigentlich gerade in der Animation IK und dann folgt einfach der Arm eurem Handcontroller. Die Hände sind echt sehr involviert. Also ihr habt mächtige so Meta-Controller, die eben große Bewegungen, komm, bitte Maus, hallo? Dankeschön, die halt so mächtige Bewegungen von der ganzen Hand ermöglichen. Aber ihr könnt dann halt auch nochmal die überschreiben und halt einzelne Finger anders posen. Und dann sogar nochmal die Fingerspitzen über IK anpassen. Und das funktioniert halt alles on top aufeinander, ohne dass es sich stört. Und es war eine sehr große Freude, in den letzten Wochen an diesem Projekt zu tüfteln. Und ich habe halt wirklich viel Hoffnung darauf, dass auch Leute, die jetzt nicht mit so viel vertraut mit Animationen sind, dass am Ende dann, ach komm, lass mich doch das anwählen. Na gut, will nicht, dass ich anmelden kann. Das relativ zugänglich finden, um halt auch einfach schnell mal irgendwelche Animationen bauen zu können. Weil Rigging ist halt so eine Sache. Es spart eben auch extrem viel Zeit, wenn man einmal dieses Investment in das gute Rig gemacht hat, weil mit dem kann ich halt ungefähr dreimal so schnell animieren wie mit anderen Rigs. Okay, aber
Ich glaube, das ist jetzt meine Zeit gewesen. Ich weiß nicht, ob noch Zeit für Fragen sind. Ich kann auf jeden Fall später nochmal dieses Trick ein bisschen ausführlicher zeigen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Einblick in das Chaos in meinem Kopf gefunden. Fandet die Dinge, die ich vorhabe und die Konzepte, die ich habe, gut. Und ich entschuldige mich, ich hätte letzte Woche Crunch, ich wäre gerne mehr vorbereitet gewesen, aber bezahlte Projekte sind dazwischen gekommen. Okay, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und hier steht der Moderator. Ja, vielen Dank, Peter Lars. Wir haben nicht wirklich Zeit für Fragen. Ich werde jetzt mal die Tatsache, dass ich das Mikrofon in der Hand habe, nutzen, um einen Debattenbeitrag abzugeben. Ja. Dazu. Ich wertschätze deine Motivation absolut, dass man dadurch die Teilnahme an Chaos-Veranstaltungen für mehr Leute möglich machen kann. Ich freue mich auch sehr darüber, dass wir im Chaos sind, wo solche Systeme nicht mandantiert werden, weil ich weiß, ich werde es definitiv niemals benutzen. Dass die Vorstellung, dass wir jetzt alle wieder als Avatare rumlaufen in irgendeiner virtuellen Welt, finde ich grässlich. Das machen wir 361 Tage des Jahres. Ich möchte gerne die 4 Tage, die ich auf dem Kongress bin, tatsächlich mal mit tatsächlichen Menschen unterwegs sein. Das ist auch, also ich habe auch am DIVOG, muss ich sagen, nicht teilgenommen, aus genau dem Grund, ich fand diese Vorstellung dystopisch, dann habe ich tatsächlich lieber zu Hause gesessen und nichts gemacht. Ich lese hier gerade, und das habe ich jetzt hier, dabei ist mir das rausgeblättert, ich habe jetzt nicht wirklich die Zeit gehabt, gute Zitate rauszusuchen oder sowas. Die Altenrepublik von Stefan Schulz, gerade jetzt diesen Monat erschienen, geht hauptsächlich um demografischen Wandel, aber halt auch um das Problem, dass damit soziale Kontakte immer schwieriger werden, wenn halt zum Beispiel für die alten Leute, die dann alle zu Hause sitzen, ja offensichtlich auch kein sozialer Rahmen geschaffen ist und dann es zu einer Verarmung von Sozialität kommt. Da wird auch ein Zusammenhang hergestellt zu diesem Enge-Hormon Oxytocin, was für soziale Beziehungen, soziale Bindungen und Vertrauen relevant ist. Und ich finde es schön, dass du deinen Weg des Socializing gefunden hast und dass das Präsenzveranstaltungen sind. Und ich gönne es dir sehr, dass du jetzt es wieder genießen kannst. Ja. Ich kann dir sagen, dass ich nicht trotz, sondern wegen den Online-Veranstaltungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, sehr, sehr viele neue Freunde gefunden habe, sehr viele neue Freunde gefunden habe. Und für mich sind die eben eine großartige Möglichkeit, teilzunehmen und sie haben mich auf jeden Fall bereichert. Ich werde wahrscheinlich trotzdem am nächsten Präsenzkongress da sein wollen und dann eben von dort aus ein bisschen in der Welt rumlaufen. Aber ich finde es eben wichtig, dass Menschen diese Möglichkeit zu haben, also Möglichkeiten zu bieten, sich auszusuchen, was sie machen wollen. Ja. Und das ist halt die gleiche Debatte wie mit den Fahrrädern und mit den Autos. Klar, also wir wollen in einer Welt leben, wo Menschen in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen sollten gleichwertig sein. Und ich mag es nicht, nur wenn manche Menschen eben diese Präferenz für On-Site haben, zu behaupten, dass eine positive Online-Erfahrung gar nicht möglich ist. Ich finde auch diese Analogie mit verschiedenen Modi von Verkehrsmitteln ganz gut, weil dann heißt es halt auch, man kann dann weitere Konsequenzen sehen, dass ja auch inzwischen ein Mobilitätsfaktor nicht nur zu beurteilen ist, ob man jetzt tatsächlich das Ziel erreicht, sondern auch, was es für Externalitäten gibt, ob ich vielleicht, wenn ich zum Beispiel Fahrrad fahre, dadurch körperlich gesünder bin, vielleicht auf der anderen Seite, wie das Auto ist, halt inklusiver in dem Sinne, dass es auch von behinderten Leuten verwendet werden kann, also die halt über körperliche Einschränkungen verfügen, die das Fahrrad nicht möglich machen. Das ist eine durchaus gute Perspektive. Ich wollte das aber trotzdem gerne heranstellen, dass das in der Diskussion nicht vergessen wird, dass auch diese persönlichen Begegnungen absolut relevant sind. Also wenn ich irgendwie ein Hacker-Jeopardy habe, wo 5000 Leute im Saal sitzen gerade, das ist eine völlig andere Erfahrung, als wenn ich 5000 Leute im Chat sitzen habe und dann eine Bühne vielleicht mit 3 oder 10 Leuten oder sowas ist. Ne? Aber gut, das können wir gerne nochmal weiter diskutieren, auch wenn ihr vielleicht noch dazu Anregungen habt. Wir sind ja hier im Saal tatsächlich verfügbar oder wir können das dann in irgendeiner Form noch weiterführen.